Hallo. Die Lehre heutzutage, und ich kann wirklich aus meiner Erfahrung sprechen, benoten nicht nach der Leistung, sondern nach dem, mir fehlt das Wort jetzt. Nach dem Gefühl, wie die über diese Schüler denken, beziehungsweise wie sie sich finden. Auf der einen Seite habe ich selbst gesehen, okay, der Stoff wird echt schwerer, sei es in Biologie, Physik, Chemie. Eigentlich Fächer, wo ich halt wirklich nicht interessiert dran war. Das Problem ist halt, dann kommt irgendwann kein Call of Duty. Wir sind sogar auch schon mal zur Schulleitung hingegangen, haben das mal angesprochen, aber daraus wird auch nichts, weil er, mein Klassenlehrer ist und mich vielleicht nicht abkann. Und jetzt kommt es, okay? Dann bin ich irgendwann nach Hause gegangen und auf einmal sitzen meine Eltern am Essenstisch und reden mit mir, wo ich mir denke, yo, wirklich, hast du sonst nichts zu tun? Was soll diese Scheiße? So, und dann hatten meine Eltern auch genug. Ich habe gesagt, yo, ich will die Klasse wechseln. Okay. Nee, danke, ich gehe auf die Realschule. Und deswegen habe ich mich dann doch umentschieden und gehe direkt lieber auf das Wirtschaftsgymnasium, weil ich mich auch sehr gut mit Zahlen und so weiter auskenne. Mathe war, wie gesagt, bei mir kein Problem. Dann glaube ich, fünf Klassen waren A, B, C, E. Fünf Klassen waren A, B, C, E, weil ich mich auch sehr gut mit Zahlen und so weiter auskenne. Sondern bin ich auf die BBS Bremervörde gegangen. Wirtschaftsgymnasium. 11. Klasse. 11. Klasse. Habe ich halt mit meiner Mutter darüber geredet und sie hat halt gemeint, ja, okay, wir schreiben dich krank. Und dann fing das Jahr schon mal ziemlich gut an, weil irgendwie komischerweise die erste Arbeit 60% gezählt hat von der schriftlichen Note. Und ich habe halt gefragt, ob ich dann halt im Endeffekt im Laufe des Jahres so viel machen kann anhand Präsentation oder so. Er meint, nee, es geht nicht gut aus, wird nicht genehmigt. Ist aber nicht mein Problem so, ne? Ich mache garantiert keine zweite Klassenarbeit und gibt ja auch nicht generell nicht nur mehr. Und da hatte ich einmal einen Fehler gemacht, okay? So, und dann stand irgendwie zum Halbjahr schon fest, dass ich irgendwie eine schlechte 5 in Ökotrophologie oder wie das Ding heißt, auf dem Zeugnis hatte. Und der gemeint hätte, ja, nur wenn du jetzt noch eine 1 schreibst und noch eine 1 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 im Mündlichen, dann schaffst du das hier. Dann. Und wie gesagt, weil die erste Klassenarbeit ziemlich schlecht ausgefallen ist, kam es zu der zweiten Klassenarbeit, was aber komischerweise keine Arbeit war, sondern ein Projekt. Und das Thema war, und jetzt passt auf, jetzt kommt das Wichtigste, das Thema war, how people in Bremervörde think about the environment. Okay. Übersetzt, wie Menschen in Bremervörde über die Umwelt denken. Dann habe ich zu dem Lehrer gesagt, okay, kann ich das jetzt als Einzelprojekt machen, dann kriege ich das wenigstens bis morgen fertig, weil morgen der Abgabetermin war. Präsentation gehalten. Film abgespielt, eine 5 minus bekommen. Innerlich bin ich gestorben. Innerlich bin ich verfallen, weil es mein Todesurteil für meine Ausbildung war. Mein kompletter Lauf ist damit zusammengebrochen mit dieser einen Note für eine Präsentation, weil diese 60% zählt. Okay. Und in diesem Moment bin ich wirklich innerlich bin ich ausgerastet. Ich stehe da vorne und denke mir nur so. Was? Jetzt aber, nicht wie bei dem anderen Lehrer, haben wir jetzt einen Bewertungsbogen bekommen, wo drin stand, welche Noten ich für Aussprache habe, Grammatik, Rechtschreibfehler, Präsentation. Alles eins. Alles eine fucking eins. Und warum habe ich eine 5 minus bekommen? Thema verfehlt? Ich habe einen inneren Monolog über mich geschrieben, wie ich über die Umwelt denke. Alles ganz normal nach dem Topic. Und das Thema war, und jetzt pass auf, jetzt kommt das Wichtigste, das Thema war, how people in Bremervörde think about the environment. Ich habe einen inneren Monolog über mich geschrieben, wie ich über die Umwelt denke. Thema verfehlt? Ich finde, diese Benotung sollte nicht vom Lehrer gemacht werden, aber ich denke, das ist in der Grundschule meistens sehr normal. Und er hat mir noch eine zweite Chance gegeben und meint, ja, kannst ja nochmal machen. Bis morgen. Und zwar richtig. Hab die Schule verlassen, hab mich abgemeldet nach der Präsentation. Ciao. Ich meine, jetzt kommen die meisten Leute, ja, hättest du aber trotzdem probieren können. Ihr könnt mich alle mal. Ihr könnt mich wirklich alle mal. Vor allem kennt ihr auch die Sprüche dann von euren Eltern, Amy, wenn du kein ordentliches Abi machst, dann wird aus dir nie was und so weiter. Ich meine, heutzutage ist durch das Internet so viel möglich, dass man so viel von eigen aufbauen kann. Man braucht nicht mal viel Geld, um irgendwas aufzubauen. Wenn man wirklich mal eine Idee hat oder etwas tut, was man liebt und immer weitermacht, dann kann das auch selbst laufen. Auch sei es mal ohne Schulabschluss, ohne irgendwelche Vorkenntnisse, weil man sich alles anlernen kann. Die ganze Schulordnung, die ganze, ja, egal,
Im Endeffekt, alles, was man in der Schule gelernt hat, kann man heutzutage innerhalb von zwei Klicks nachschlagen, wenn man es unbedingt wissen will. Zum Beispiel Photosynthese hatte ich in der 6. Klasse Biologie. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Oder ich weiß es nicht mehr. Ich gucke kurz nach, wie es funktioniert und dann weiß ich es wieder. So, weißt du, zwischen Bildung und Wissen ist aber immer noch eine große Lücke. Bildung ist halt die Schule, Wissen ist halt das, was im Internet steht. Alright, stop. Pajama time. And this is why you're a moron. This is an undergraduate physics textbook. Most people who get an undergraduate degree in physics will have a reasonable knowledge of what's in a book like this. Yet I can give you access to all of the information in this book. You can have access to the internet. All of the facts that you want, you can have access to. And I can give the undergraduate a physics problem, and I can give you a physics problem. They'll be able to solve it in about 15 minutes. I would be surprised if you can solve it in 15 months. Right? Just having a physics textbook doesn't make you a physicist. And your idea that, well, facts are free, you can get them on Google, is bollocks. Wobei ich dann immer noch die ganzen Leute nicht verstehe, Fedor, du machst ja gar nichts in deinem Leben. Ich so, ich habe sehr viel gelernt über After Effects, Premiere, Photoshop, Bildbearbeitung, allgemein alles.